Und damit grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ich habe mir gedacht, ich fange hier oben am besten wieder an, damit ich hier natürlich einen guten Überblick habe über die aktuelle Situation. Und vielleicht finde ich ja noch ein paar Glockentürme oder ähnliches, aber daran glaube ich jetzt erstmal so schnell nicht. Ist eigentlich auch eher nebensächlich. Vielmehr geht es darum, dass ich darüber muss. Allerdings sehe ich da drüben auch noch einen schönen... Warte mal. Also wenn ich das hier schon erblicke, dann möchte ich ja wenigstens das schon mal doch irgendwie erreichen. Oh, warte mal. Da habe ich nämlich noch was erblickt. Also nichts wie rüber dort. Denn wir möchten ja auch diese Glocke hier irgendwie... Ja, ist das so eine Glocke, die dazu zählt? Ja, ne? Ich dachte wenig... Ja, ich dachte jetzt, die Glocke zählt irgendwie dazu... Ach so. Gut. Das haben wir. Jetzt muss ich nur noch irgendwie versuchen, in die Mitte zu kommen. So, die sollen erstmal... Die sollen bitte keinen Verdacht schöpfen. Deswegen... Oh Gott! Nun. Alles ganz unauffällig hier, was hier vor sich geht. Das ist so geil, dass wir dieses Feuer da haben. Was ist da jetzt aber drin? Das ist die andere Frage. Dieses blaue Feuer. Da unten ist jemand. Gut, der soll mal da unten bleiben. Der kann auch seine Runden, ehrlich gesagt, drehen. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, wenn er da unten versauert. Wo ist denn der jetzt genau hin? Mich interessiert schon, was da drin ist. Achso, ich dachte, es ist etwas, was verbrennt. Na gut, dann eben nicht. Stellen wir aber erstmal bitte her. Danke. Oh. Nun. Verbrenn mal bitte. Wie, der brennt immer noch nicht richtig. Hier. War sogar ein Kopftreffer dabei? Ja, umso besser. Da erstmal schnell hier rüber. Genau. Erstmal ein Dokument lesen. Herzkette einer Frau. Aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss einer Adligen gehört haben. Vermutlich, wenn du das schon so sagst. Erstmal bitte alles schnell einsammeln. Könntest du bitte... Ah, ja, 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 ja. Au, aua. Ach, hier bist du. Oh. Ah, schön. Dieses Feuer ist so herrlich. Dieses griechische Feuer ist einfach göttlich. Natürlich sollte man selber da auch nicht drin stehen, ist logisch. Okay. So weit, so... Warte mal, ich kann doch hier auf den Turm drauf. Nee, nicht diesen. Aber wenn ich hier drinnen auch schon mal was sehe. Ihre Stelle. Nichts als Knochen. Total abgefressen. Heftig. Das sind die Spuren eines mongolischen Reiters. Sie sind viel ansehnlicher und eleganter, als ich erwartet hätte. Und sie wurden ausgiebig benutzt. Der Besitzer war wohlhabend, ritt aber dennoch mit der Armee. Ja, niemals allein sozusagen. Niemals allein. Ne, hier ist nichts weiter. Also, ich wollte doch hier rauf, ne? Sehe ich das richtig? Ach so. Gut, so kann man sich seinen Aufstieg natürlich auch deutlich vereinfachen.
Immer noch ein Stück höher? Coole Sache, bräuchte eigentlich neue Pfeile? Nee, ne? Was? Bloß gut. Ja, bloß gut, dass das so funktioniert hat. Na, jetzt einfach nur rüber, genau. Schön, dass die wenigstens markiert sind. Ach so. Ja, natürlich. Ein Eisturm. Ob wir da die Eiskönigin drinne finden, wag ich jetzt persönlich zu bezweifeln. Aber ist ja auch egal. Ich muss eingeschlafen sein. Die Zeit lässt sich im Eis schwer schätzen. Die Unsterblichen waren fleißig. Wo gestern noch ein Aschehaufen schwelte, liegt jetzt eine Leiche mit milchweißer Haut wie ein toter Fisch. Als ich hinsah, hat der Tote geatmet. Es klang fast wie ein Todesröcheln, als er das erste Mal wieder Luft einsog. Dann sah er mich an und endlich erkannte ich ihn. Ich habe diesen Mann bereits getötet in der Schlacht. Er hat es nicht vergessen. Ich tötete ihn erneut, schlug seinen neuen Schädel ein, bevor er aufstand, aber wieder schwelt seine Asche. Wenn er aufwacht, werde ich fort sein. Der kalte Blick in seinen toten Augen war wie ein Versprechen. Wie der Phönix wird er auferstehen, wieder und wieder. Jedes Mal entschlossener, mein Leben zu beenden. Wenn ich bleibe, wird es ihm schließlich gelingen. Ja, wie so ein Phönix aus der Asche, sagt man ja bekanntlicherweise, ne? Okay. Ging aber... Also, ging nicht noch höher, aber Sprachkenntnis erhöht. Mongolisch Stufe 3. Ob mir das jetzt am Ende hier irgendwie auch noch was hilft, weiß ich nicht. Kann ich ihn hier mit hin? Irgendwo hier in diesem Blickfeld muss es doch was geben. Wie wäre es denn damit? Ist zumindest mal eine gute Verbindung, die wir hier setzen können. Da muss ich nämlich nicht nochmal den ganzen Weg zurück. Obwohl, ich kann ja auch hier direkt hin. Ja, umso besser. Natürlich noch cooler. Genial. Katapult? Okay. Kann ich damit dieses Tor zerstören. Ach so, ich muss darüber. Na gut. So wollen es ja so. Ich muss natürlich aufpassen. Dieses Feuer kann ja auch mir schaden. Das ist natürlich, das muss ich auch beachten. Aber schön. Danke, du hast mich zu einem weiteren Dokument gebracht, Relikt. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Musste er wohl. Das stimmt. Er musste selbstständig sein. Achso, hieran kann ich nichts ändern. Ich muss erstmal hier irgendwie rüberkommen. Wie genial, bitte. Warte mal, ich kann doch hier... nun. Ich dachte, ich könnte, aber konnte ich dann doch nicht. Das hat jetzt hier schon ein bisschen was von Straßenschlachten. Also vergesst den 2013er Ableger. Der war gut, aber der hier schlägt nochmal alles um Längen. Deswegen schnell klettern, damit ich da auch zu diesem Katapult komme. So, ich bin ihm sehr nahe. Oh, lieber erstmal ausweichen. Aua. Oh, gut, das war blanker Selbstmord. Ja, ich weiß, das war nicht gerade schlau angestellt. Wo stehe ich denn jetzt hier? Ach, jetzt bin ich auf der Seite. Naja, gut, ist ja auch egal. Nun. Ich habe keine Feuerpfeile mehr. Gut, dann machen wir es anders. Ich weiche dem erstmal irgendwie aus.
Versucht die... Ah, ja. Zumindest der Ausweich hat so ein bisschen geklappt. So, jetzt führen wir euch mal ein bisschen zusammen hier. Okay. Man sollte natürlich nicht selbst davon getroffen werden, ist klar. Eieiei. Da ist ja noch jemand. Ach, okay, mal wieder ausgewichen. Und eine schöne Exekution hingelegt. Aua. Ah, der ist ja immer noch da. Ja, wie gesagt, der Nachteil daran ist halt, das fügt einem auch selber irgendwie Schaden zu. Und jetzt habe ich nicht genügend Erze. Naja, gut. Sei es drum. Nee, heilen kann ich mich eigentlich auch nicht, aber das ist ja jetzt unwichtig. Ich muss nach oben gelangen. Ich muss jetzt schnurstracks nach oben. Nicht, wie ich mal gesagt habe, schnurschnacks. Eigentlich in einem Let's Play Part, aber irgendwann ist mir das mal rausgerutscht. Deswegen... Nee, das Dümmste, was ich mal gesagt habe, war das Besondere an einem Chamäleon. Ja, seine Höcker. Gut. Weil für mich Kamel und Chamäleon dasselbe war. Weil klingt ja auch so, aber nun gut. Wo sind die denn bitte? Ach, da drüben. Aua. Nun. Das wollte ich jetzt eigentlich eher nicht erreichen. Lass mich einfach raus hier. Och nee. Gut, das schützt die zumindest auch nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Gut. Dann haben wir weitere... Oh Gott, ist das riesig. Von da oben müssen die ja irgendwo kommen. So, gut. Erstmal wieder ein paar Giftpfeile herstellen. Kann natürlich nicht schaden auf diese Distanz. So, Feuerpfeile kann ich natürlich auch gebrauchen. So, wo sind jetzt hier die Leichen, die ich plündern kann? Also das hat gerade wirklich was von Taktik-Shooter. Alle Achtung. Aber hey, erstmal was lesen. Endlich konnte ich einen der unsterblichen Soldaten töten. Ich folgte ihm den ganzen Tag, bis er allein war. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug, als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark, aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her, aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Ja, ich auch. Deswegen erstmal schnell die Pfeile einsammeln. So. Ach so, hier habe ich nicht genug davon. Na gut. Hilft nichts. Ah ja, habe ich auch mal solche Pfeile gefunden. Wo ist der nächste, bitte? Einfach raus hier, danke. Und da muss ich ja, wie gesagt, hoch. Nun, wie komme ich denn da hoch? Ach ja, wie wäre es mal hier mit einer kleinen seitlichen Tour? Ja, schön, dass ich wenigstens hier rankomme. Dann hier rüber und hier jetzt die richtige Taste drücken. Und nochmal die... Was? Warum? Das verstehe ich nicht. Ich habe die richtige Taste gedrückt, aber ist egal. Nun gut. Dann machen wir das so. Also nochmal ranspringen. Nach oben, danke. Ach, wieder runterfallen.
Okay, hoch. Rüber. Da haben wir ja schon einen Pfeil gesetzt. Dann schießen wir jetzt den einfach mal dran. Lara hält sich hier fest, springt da rüber, springt jetzt hier ran, nuppelt sich fest und drückt X. Genau. Also nein, ich drücke X, sodass sich Lara hier festgehalten hat. Schon mal sehr gut.